Ja, waagrecht anordnen, das funktioniert aber, glaube ich, so nicht. Weil, guck mal, hier hast du 1 stehen, römisch 1, römisch 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn du jetzt hier die anordnest, dann hast du da passende Symbolik, da hast du passende Symbolik, da rote Punkte. Das Einzige, was hier wohl nicht passt, ist das, ach so, das muss nach unten hin. Ach, jetzt Schwert in einer Reihe. Ja, Schwerter sind im Prinzip in einer Reihe. Siehst du, da in einer Reihe. Rot. Jetzt muss ich mal eben überlegen. Rot. Die Symbole passen auch zusammen. Sieht man ja hier. Weiß, Sonne. Weißt du was? Ich glaube, die Symbole an sich müssen noch aneinander ausgerichtet werden. Wenn man jetzt hier mal so sieht, zum Beispiel hier hat man ja einen Totenkopf, das passt so zusammen. Wenn man das jetzt so zusammenfügen würde, wäre es ja ein Bild. Hier, wenn man die Fischgräte, die könnte man so zusammenfügen. Das Schiff könnte man so zusammenfügen. Jetzt müssen die Schwerter als solches noch zusammenpassen. Das funktioniert aber nur, wenn ich das so und so mache. Hier, warte mal. So, so, so. Dann müsste es ja so aussehen. Das ist ja auch Blödsinn. Kann auch sein, dass so und so. Ich weiß ja nicht, ob die zusammen sein müssen. Ob die zusammen sein müssen oder gegeneinander gegengesetzt. Dann könnte man das dahin setzen, das dahin. Dann würde das mit den Fischgräten hinhauen. Da hätte man oben das Schiff. Aber dann passen die Symbole nicht mehr zusammen, Alter. Das dahin. Und das aber nicht mehr hin. Meh. Ich mach mir das mal. Ich muss mir mal hier. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie wurde das jetzt sortiert? Alle Weißen in einer Reihe? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kamen alle Weißen mit roten. Dann kam die mit roten Punkt. Das war also schon richtig so. Die hatte ich auch schon richtig. Die mit Segel und du nur mit Schiff. Dann kam die mit dem Säbel. Das war auch richtig. Okay. Naja, okay. Also ihr seht, wir waren schon sehr nah dran. Wir waren schon sehr nah dran. Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht, muss ich zugeben. Schweiß treibt hier alles. So, wir gehen nochmal in die Schatzkammer. Da gab es ja nichts, glaube ich. Nee, da war noch safe. Wir brauchen noch eine Münze. Eine Münze. Wir brauchen eine. Haben noch eine Spitzhacke und eine Perle. Da gibt es auch nichts mehr zu machen.
Da waren wir schon drin. Ballsaal. Ach, hier, guck. Da können wir die Spitzhacke nehmen. Na, ist da noch eine Münze drin? Ist da noch eine Münze drin? Ja, da ist noch eine Münze drin. Wir haben alle Münzen gefunden. Oh, heilige Mutter. So, jetzt gehen wir erstmal zurück zum Schiff. Und lösen erstmal die restlichen drei Münzen ein. Alter Falter, so. Nummer 1. Baron Bannister was claimed victorious for killing Remington and his nefarious crew. The Baron capitalized on his success by forcing his daughter to marry the captain of the Royal Navy. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary, now a wealthy widow, decided to return to Skull Island. Ja. Even though Skull Island was now a sad and dreary place, memories of happier times came back to Mary as she started wandering the familiar grounds. Mary used the money she inherited to build a crypt for her and her captain if his body was ever found. Soon after that, the lonely Mary died. According to her wishes, she was buried at the new crypt. So, Freunde der Sonne, die letzte Münze, die letzte Münze. Meanwhile, as the centuries passed, the immortal Captain Remington lay at the bottom of the sea, brokenhearted, stripped of his enchanted weapons, and weighted down by shackles and corals. The only person who could make him happy was dead. The only thing which could redeem him, a gift for the bride, was still in the cursed chest on his galleon. Remington grew weaker and weaker under the sea, waiting for a chance to set things right. Ja, und da kommt doch jetzt garantiert kommt doch da jetzt. You brought the doubloons, but have you found the pearl? Natürlich habe ich die Perle dabei. Das habe ich mir schon gedacht, dass die da reingehört. Und was ist jetzt da drin? Nichts. Ach, sein Herz. Stimmt ja, so war das, glaube ich, mal. Ja, mit. Das erinnert einen so ein bisschen an Fluch der Karibik. Und das müssen wir jetzt garantiert dem Fraggle zurückgeben. Garantiert. Ja klar, wir müssen ihn ja zum Menschen machen. Insofern geben wir ihm sein Herz zurück. Und nochmal den ganzen Weg nach oben. Ein letztes Mal. Ne, nach unten eigentlich. Erst nach oben, dann nach unten. Macht euch bereit für das große Finale. Ich denke mal, er ist nicht da. Was soll das? Ah ne, wir müssen zum Altar hoch. Da ist er. So, mein Freund, wir haben dir was mitgebracht. Jetzt setzen wir ihm das Herz ein. You were right. Thank you. Ja, für ihn noch ein kleines Happy End, für uns ja insofern auch. Wir können unsere Tochter retten. Are you all right? Mom, you saved me. I always will. Ja, Freunde der Sonne, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich
Ich muss mal auf die Uhr gucken, wie lange haben wir gebraucht. Naja gut, runden wir ein bisschen ab. 22 Uhr, wir haben 18 Uhr. Um 17 Uhr habe ich angefangen. Alter Schwede, um 17 Uhr. Das heißt 5 Stunden. 5 Stunden Spielzeit. Ich weiß nicht, ob das eine normale Spielzeit ist, 5 Stunden. Aber ja, wir haben es geschafft. Und ich bin so ein bisschen fertig. Ich muss mich bei euch bedanken. Erstens mal fürs Einschalten und natürlich auch für eure Hilfe. Nebenbei seht ihr ja noch die Credits. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es ist die Sammler-Edition von, jetzt hätte ich fast gesagt, hier Dingsbums, wie ist es noch, aus der Gruft, die TV-Serie damals. Geschichten aus der Gruft. Da gibt es irgendwie jetzt noch so eine Bonus-Sonderfolge. Die werde ich jetzt nicht spielen. Ich werde euch entlassen. Und ja, ich würde sagen, die mache ich beim nächsten Livestream. Ich hoffe auch, dass diese Bonusgeschichte nicht allzu lange ausfallen wird. Ich danke euch für eure Hilfe. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Spaß gebracht. Mir hat Spaß gebracht. Es war teilweise ein bisschen einfach, aber zum Ende hin dann doch schon recht knifflig. Also das mit den Ohren, das hatte schon arg in sich. Aber die kommt noch, warte mal, ich muss es mal lesen, was ihr da schreibt. Achievement, ja, ihr bekommt auf jeden Fall alle ein kleines Küsschen dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Aber die kommt noch, oder? Was meinst du, wie der kommt noch? Die kommt noch? Gönn dir mal ein Feierabendbier. Ja, ich glaube, eins wird da nicht mehr reichen. Xyra, was meinst du mit, die kommt aber noch? Aber die kommt noch, oder? Hä? Die Bonusfolge meinst du? Ja, aber nicht jetzt. Es nicht jetzt. Oder weiß ich nicht. Wollt ihr? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, 5 Stunden Stream reicht erstmal. Vielleicht, wenn ich gut gelaunt bin, dann mache ich vielleicht morgen noch einen spontanen Stream mit dem Bonus. Ansonsten erst nächste Woche. Ne? Nächste Woche schauen wir mal, vielleicht auch wieder auf den Samstag mal schauen, wie das dann halt so passt. Ich verlange ein Vote. Der Bad verlangt ein Vote. Du hast Feierabend verdient. Ja. Die Zuschauer dürfen... Das ist schön, Bad, dass du das so vorschlägst. Das finde ich echt gut. Moin, Reward. Moin. Dankeschön. Aktuell 70% reduziert auf Steam die Fortsetzung. Ja, ich weiß. Ne? Ich weiß. Aha. Ja. Also ich muss sagen, die Geschichte war natürlich ein bisschen flach. Für mein erstes Wimmelbild, muss ich sagen, war das nicht schon nicht schlecht, finde ich. Hat Spaß gemacht. Wenn jetzt alle... Bad, was soll das? Willst du mir in den Rücken? Wenn jetzt alle einen Daumen hoch geben, dann geht's weiter, schreibt er. Ja, was sagt ihr dazu? Soll es weitergehen, wenn es weitergehen soll, dann schreibt doch folgenden Text rein. Wir wollen die Bonus-Story. Schreibt jetzt hin, wir wollen die Bonus-Story. Jetzt sind mit momentan 6 online, wenn mindestens 5 wir wollen die Bonus-Story sehen, schreiben, dann mache ich eine ganz, ganz kleine Pause, Pinkelpause, und dann geht's mit der Bonus-Story weiter. Wie, ich habe frei heute. Wir wollen die Bonus-Story, ja, das war klar. Eigentlich, Xyra und Bad, ihr beiden, ihr zählt eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich eure Stimmen schon mal abziehen. Ja, die anderen anscheinend ja nicht. Okay, Reward, ich schätze mal, dass du mit deinen 6 Plus dann auch dafür bist. Wir wollen die Bonus-Story, aber nicht heute. Das klingt gut. Das klingt gut. So, das wollte ich hören. Was? Gar nichts los. Wir wollen die Bonus-Story. Mafiosi Villas natürlich, war ja klar. Ich habe es befürchtet. Sorry. Hm.
Ja, das ist jetzt nicht natürlich die große Frage, da wir ja drei Leute haben, die sagen, also die Mehrheit will, ja. Stimmt eigentlich gar nicht. Die Mehrheit will eigentlich noch gar nicht. Mal Reward. Also Reward, wenn du, ich mach's jetzt mal von dir abhängig. Wenn du jetzt sagst, obwohl du hast jetzt auch nur die letzten 2-3 Minuten zugeguckt, wenn du jetzt sagst, dass du auch die Bonus-Story gucken willst, dann machen wir die. Weil dann hätten wir tatsächlich 4 Leute, die sagen, sie möchten die Bonus-Story gucken. Und der Slash Ruffle, ja, okay, er hat zwar ja gesagt, aber nicht heute. Der Schwörbeck, dich habe ich ja noch gar nicht gelesen. Schwörbeck. Also wenn du die ganze Zeit zugeguckt hast, Respekt. Nicht heute, sagt er. Okay, pass auf, Leute. Ein Vorschlag zur Güte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ein bisschen fertig. Ein Vorschlag. Wir treffen uns morgen, Sonntag also, um 17 Uhr wieder hier auf dem Stream. Dann mache ich einen Spontan-Stream. Ich werde da vielleicht gleich noch, oder was heißt ganz sicher sogar, werde ich gleich da noch ein Bild hochladen. Bis neu hier. Okay, sehr schön. Wir machen Sonntag weiter um 17 Uhr. Machen wir die Bonus-Story, egal wie lange die dauert. Ich denke mal, die wird sicherlich auch nochmal ein, zwei Stündchen wird die sicherlich auch nochmal dauern. Ich habe keine Ahnung, wie lange das bei dem Spiel dauert. Wir machen für heute Schluss. Ich mache für heute Schluss. Was? Zufall durch KDS? Achso, Kinder der Stadt, ja. Dann willkommen in dem Stream hier. Also wie gesagt, wir machen das so, ich mache jetzt für heute hier Schluss. Ihr könnt euch ausruhen von meinem Gequatsche. Ich kann mich ausruhen von diesem epischen Spiel. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann am Sonntag um 17 Uhr wieder. Dann mache ich dann noch eine Stunde oder zwei Stunden halt dieses Bonusspiel. Und ja, dann passt das erstmal. Weil ich glaube, für heute ist das echt schon genug. Ich habe jetzt 5 Stunden lang gestreamt. Ich denke mal, das reicht erstmal für heute. Und was schreibt jetzt noch der Beta? Tree of Life machen im Stream. Da sind wir dann nicht da. Okay. Ich um 16 Uhr. Tree of Life. Macht ihr im Stream. Das ist natürlich doof. Wie lange wollt ihr denn streamen, Bad? Hier mal so nebenbei so ein bisschen Werbung. Mal gucken. Ihr wollt doch sicherlich nur eine Stunde streamen, ne? Na? Die sind ja immer noch nicht fertig. Besonderer Dank geht an Piotr. 2 bis 3 Stunden. Oh. 2 bis 3 Stunden. Das ist aber schon arg. Dann wäre das ja bis 19 Uhr. Das ist natürlich ein bisschen... Ja gut, müssen wir sehen. Also dann würde ich sagen, mache ich trotzdem den Stream so um 17 Uhr. Schade, dann seid die beiden zwar da nicht da, aber ich denke mal, das passt von der Zeit her recht gut, finde ich. Dann, ja, es passt einfach von der Zeit ein bisschen besser. Natürlich, dann sonst mache ich es halt eben dann ohne euch. Ihr könnt euch das ja im Nachhinein bei YouTube angucken, ihr wisst es ja. Nee, gut, achso, das fängt ja mal wieder von vorne an. Das macht ja dann auch wenig Sinn. Ja, wir schauen uns dann, würde ich sagen, morgen die Extras, das Bonusabenteuer, schauen wir uns dann morgen an. 17 Uhr, also Sonntag, den 30.05. Ne, wir haben doch heute schon den 30., oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Haben wir heute schon den 30.? Da haben wir dann morgen den 1. schon. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich glaube, wir haben morgen den 30. Wie dem auch sei, auf jeden Fall Sonntag, 17 Uhr, mache ich dann mit dem Bonusabenteuer weiter. Ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Ich hoffe nur so 1-2 Stunden. Und für heute mache ich Schluss. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank für die ganzen Tipps und den Hilfestellungen, die ihr mir gegeben habt. Bis auf die 1-2, die ich mir so ein bisschen erschlichen habe. Und dann würde ich sagen, ja.
vielen Dank. Lasst ein Like da. Guckt auch gerne, wenn ihr was eine oder andere verpasst habt, auf YouTube vorbei. Dort werde ich jetzt nach und nach den Stream auch veröffentlichen, häppchenweise. Ich weiß nicht, ob täglich oder vielleicht eher alle zwei Tage. Und dann verabschiede ich mich. Und ich bin völlig fertig. Ich bin völlig fertig. Ich habe hier, ne, Energy Drink ist schon völlig, ne. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Verfolgt mich, verfolgt mich nicht, ihr verfolgt den mich auf dem Kanal auf YouTube. Findet ihr sowieso immer dann eine Verlinkung, wann dann der nächste Stream kommt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Also, wenn ihr noch Fragen haben solltet, dürft ihr noch gerne in den Chat schreiben. Einen Augenblick bin ich noch online. Ich kann natürlich hier mal meinen kleinen Pausebildschirm einfügen. So. Eine kleine Pause. Man sieht es ein bisschen. Was denn? Ach so, man sieht es ein bisschen, dass ich fertig bin. Ja, ich bin tatsächlich fertig. Ich bin von völlig fix und alle. Heute ist der 30.05. Okay. Dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich mache dann hier mal den Stream dicht. Macht's gut und